So, hallo, wir machen weiter. Bei Hyrule Warriors. Und ich habe jetzt kurz eine halbe Stunde Pause gemacht, was gegessen und dabei den Controller aufgeladen. Ich hoffe, es reicht jetzt für die Aufnahmesession zumindest. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Also, ich bin wirklich gespannt, weil es war jetzt gerade meine halbe Stunde. Ne? Ich weiß nicht, wie viel sich da der Controller auflädt. Aber wir werden sehen. Wahrscheinlich taucht gleich wieder auf. Die Batterieleistung lädt nach. Ja, wir werden sehen. Wir haben noch eine kleine Mission vor uns, bevor es an die große Mission wieder geht. Wieso ist der andersfarbig? Ach, weil da kein Händler ist. Ja, stimmt, da war ja was. Und deswegen hätte ich jetzt gesagt, gehen wir ohne Umschweife in die Mission hier rein. Kein Krog. Einfach los geht's. Ab dafür. Einfach mit Link. Und wir werden hier scheinbar alles Mögliche verprügeln, was uns in den Weg läuft. Auch Mipha, Urbosa, was ich alles gesehen habe. War Urbosa dabei? Ich weiß nicht. Mipha habe ich auf jeden Fall erkannt. Also scheinbar geht es auch gegen die Recken. So, ist einfach so ein, ja, allgemeines Kampfgedingse. Ich bin gespannt. Oh, ich fress gleich mein Mikrofon. So ist besser. Ja, also mal gucken, wie lange jetzt die Batterie... Also wie lange es dauert bis zur nächsten Batteriemeldung. Das interessiert mich halt vor allem. Vielleicht werden wir es gar nicht mitbekommen. Das wäre natürlich optimal, aber ich glaube es eher nicht. Ich weiß nicht, wie lange es sonst so ein Controller auflädt. Normalerweise lasse ich den halt einfach über Nacht dran und nehme ihn wieder ab. So, und dann weiß ich nicht, wann er fertig war. Bestehe die Prüfungen von Revali und Sidon. Ach, deswegen war Mipha dabei. Ah, ich verstehe. Alles klar, das heißt, die testen Link, deswegen ist es ein Test von Links Stärke. Okay, na gut. Also verprügeln wir jetzt mal wieder die Guten. Ist okay, wenn ihr das so wollt. Dann machen wir das halt so. Dann spiele ich jetzt wieder so lange gegen die normalen Gegner, bis mein A aufgeladen ist. Und dann können wir eigentlich direkt uns an die großen Gegner wagen. Oh, da ist Mipha. Ja, dann kriegt sie gleich mal mit auf die Mütze. Sorry, Mipha. Aber ich musste dich mal leider auseinandernehmen, mal eben fix. So, das war Nummer 1. Wo geht's weiter? Da hinten, okay. Dann spielen wir wieder, bis das A aufgeladen ist. Mit den normalen Gegnern. Okay. Wo laufe ich denn hin hier hoch? Ist hier auch Revali oder nur der Hauptmann? Weil wenn hier nur der Hauptmann ist, setze ich dafür noch kein A ein. Ui, zack. Okay, weiter im Programm. Ach so. Ich weiß immer gar nicht, ob ich die Kisten aufmachen muss oder ob die von selbst aufgehen. Aber ich glaube, die gehen immer auch von selbst. Ja, keine Ahnung. Ich mache es lieber mal jetzt immer selber direkt manuell auf.
So, da nicht. Hier geht's nach hinten. Dann ist da wahrscheinlich Rivali mit dabei. Ah, ne, Teba auch, oh, okay. Easy. Gar kein Problem. So, und jetzt kommt noch Sidon oder so? Na sowas. Ach nee, Rivali, okay. Rivali und Sidon. Okay, I see. Beide im gleichen Feld. Moin. Den visiere ich gar nicht erst an. So. Sind ja alle schon down. Viel zu einfach. Okay. Gut, das war das. Schöner Einstieg in den Part. Schöner Einstieg in den Part. Da klang die Mission nach mehr, als sie am Ende war. Ah, wieder kein EP-Material dabei. Schade. Trotzdem glaube ich, dass das am Ende mehr EP gibt, weil es mehr Dings ist als die anderen Sachen, ne? Schmeiß mal das weg. Das weg. Das weg. Ne, die Glückskelle schmeißt man nicht weg. Wieso ist das so komisch sortiert jetzt eigentlich? Ach so. Ach so. Ja, irgendwie checke ich die Sortierung gerade nicht mehr. Irgendwie ist die Sortierung jetzt ein bisschen komisch geraten. Aber gut, das ist halt so. So. Okay. Isolierrüstung. Wenn sie halt auch einen Effekt hätte, wäre es cool, aber so ist es halt einfach nur Kleidungsstück. Also ich verstehe gar nicht, wofür man die ganzen Kleidungen hier haben sollte, weil bisher nützen sie nichts. Glaube ich. Zumindest hat mir bisher noch niemand in die Kommentare geschrieben, hey, du musst dir die Kleidung anziehen, weil das macht den und den Effekt. Also schätze ich mal, dass es nichts ist. Okay, damit endet die Missionreihe hier auch schon. Das heißt, jetzt bleibt wirklich nur noch die Hauptmission. Ne? Gut. Dann gehen wir aber vorher ein bisschen hier Hyrule-Schwert wahrscheinlich, das Hyrule-Schwert. Das Master-Schwert. Wieso ist das jetzt schon... Es ist ganz merkwürdig sortiert hier. So. Das Master-Schwert leveln. Ach, guck mal! Account, hast du nicht mal gesagt, es geht bis 30? Da oben steht Stufe 19 von 20. Dann sind wir doch im Prinzip fertig. Wenn ich das jetzt voll mache, sind wir fertig, ne? Ja komm, dann machen wir das jetzt voll. Das scheint mehr zu machen. Der Garde 2 in der haut auch gut rein. Ja, der auch. Ja, das sind dann die stärkeren Waffen, die hauen dann auch nochmal ordentlich rein. Das ist das, was ich meinte. Dann haben wir hier nochmal... Na, das ist nicht so viel. Ach so, I see. Da ist noch ein... Ah, das Garde-Schwert ist auch noch ganz gut.
okay, machen wir erstmal die Kombination. Das ist jetzt reines Steigern der EP-Leiste und jetzt kommt ja das Finale sozusagen. Und dann ist das Masterschwert voll aufgeladen. So. So. Könnte ich jetzt weiter sogar machen? Oh, jetzt kommt ein Punkt dazu. Eine Sache kann man jetzt noch dazu nehmen. Effekt von Heilitems plus 3%. Bessere Waffen. Schaden durch normale Angriffe plus 3%. Bei vollen Herzen 2% erhöhter Verkaufswert ist Quatsch. Angriffsgeschwindigkeit. Schaden durch Attackenhagel plus 8%. Automatisches Blocken. Schaden nach 100 besiegten Gegnern. Starke Angriffe plus 3%. Angriffsgeneration plus 4%. Angriffsgeschwindigkeit plus 4%. Ich bin fast bei den normalen Angriffen plus 3% jetzt einfach mal dabei. Weil wir haben schon 7% drauf. Und dann würde ich sagen, machen wir doch einfach da noch mehr draus. Mehr geht jetzt aber wirklich nicht. Okay, aber dann kommt sozusagen noch ein, noch so ein Dings dazu. Zack. Die Waffe hat das Maximum erreicht. Das heißt, kann ich es jetzt überhaupt noch kombinieren? Kann ich, aber es ändert sozusagen nichts mehr. Also das wäre jetzt einfach... Ja, warum sollte man das jetzt noch tun, ne? Okay. Alles klar. Dann haben wir jetzt ein volles Masterschwert. Nice. Finde ich gut. Kann man mal machen. Ach so. Das heißt aber dann im Endeffekt auch, dass die Glückskelle jetzt halt, habe ich jetzt gar nicht eingesetzt zum Leveln. Ja gut, die behalten wir. Das ist ein DLC-Item, das behalten wir. Ist in Ordnung. Bin ich dabei. So. Sollen wir hier auch mal hochleveln? Stufe 12 von 20. Wenn wir da die Stärksten sozusagen nehmen, dann haut es auch ganz gut rein, ne? Ah, das hier hat auch nochmal EP-Bonus. Haben wir noch mehr Waffen mit EP-Bonus? Nee. Okay, dann würde ich es einfach nach Stärke machen, weil ich denke, nach Stärke wird es auch am meisten dann effektiv sein. So. Zelda. Ja, hier das Gleiche. Mifa. Ja, da geht auch was. Okay, nichts Wichtiges dabei. Dann einfach 5 Stück hintereinander. Naja, das macht jetzt nichts aus, aber was soll's. Was soll's? So, Hauptsache wir haben wieder ein bisschen Material hier verbraucht. Daruk. Auch alles normal. Also gehen einfach die weg. Dann Revali. Ja, wow. Da ist eigentlich gar nichts effektiv. Na, einfach. Einfach weiter leveln. So. Urbosa. Ja, da geht auch nicht viel. Na dann einfach rein. Zack. Maronus garantiert nicht. Riju werde ich auch nicht. Also die lasse ich erstmal in Ruhe.
Die haben eh jetzt im Moment so wenig Waffen, da jetzt zu leveln ist halt Schwachsinn. Okay. Was ich aber jetzt tun wollen würde... wäre hier mal ein bisschen hoch zu gehen. Ich meine, ne, so teuer ist es jetzt nicht, alle auf Stufe. Ah, was nehmen wir denn mal? Nehmen wir 60 für jeden? 3500? Dann ist das Geld halt weg. Aber wir sind wieder deutlich stärker. Machen wir mal 55 für jeden. Machen wir mal 55 für jeden. Okay, cool. Passt. Die anderen, wie gesagt, mit denen spiele ich halt eh nicht. Also die sind für mich keine. Also die sind eben, die sind am ehesten noch Hauptcharaktere, die vier hier, aber naja. Nur wenn es sein muss. Nur wenn es sein muss. Okay. Ich würde sagen, wir sind gerüstet. Wir können die Mission zumindest mal beginnen. Ich denke, die wird auch wieder recht lang sein. Also ich würde sagen, die schaffen wir nicht am Stück. Da werde ich zwischendurch dann den Part beenden. Aber im Moment können wir nichts anderes mehr machen, was ich jetzt noch für bis zum Partende machen könnte. Na, wir haben alles getan. Also gehen wir rein. Habe ich die alle richtigen drin? Impa, Mifa und Daruk. Ich überlege gerade, wir könnten statt Daruk vielleicht... Ah, Mifa kann ich... Okay, Daruk kann ich nicht austauschen. Ach, ich sehe gerade. Drei kann ich austauschen und Daruk gerade nicht. Daruk ist also offenbar essentiell für die Mission. Ich könnte Impa austauschen und Mifa. Nee, aber die hätte ich eigentlich schon gerne dabei. Ja, dann lassen wir das so. Dann lassen wir das so. Okay, Daruk ist nicht austauschbar. Dann ist er essentiell wichtig für die Mission. Story. Wir sind hoffnungslos in der Unterzahl. Noch dazu. Keine Aussicht auf Rettung. Stimmt's? Es wird wohl überall das Gleiche sein. Und dennoch, solange noch eine Möglichkeit besteht, kann ich nicht aufgeben. Forscher-Ethos. Außerdem, unsere Rettung ist recht wahrscheinlich. Das prognostiziere ich. Erstatte Bericht! Im Westen erhebt sich ein Titan aus dem Wasser. Genau so. Hab ich's doch gesagt. Die Recken taten sich mit ihren Helfern aus der Zukunft zusammen und kämpften mit aller Macht, um die Wellen von Wächtern und Monstern abzuwehren. All ihren Anstrengungen zum Trotz jedoch wollte das unerbittliche Gemetzel in Hyrule kein Ende nehmen. Die bei Wiederkehr der Verheerung aus Schloss Hyrule geflohenen Soldaten suchten Zuflucht im Osten Hyrules, in der berühmten, uneinnehmbaren Festung von Akala. Auf allen Seiten von Wächtern umgeben, blieb ihnen nur verzweifelt die Stellung zu halten. Auch Link und seine Gefährten eilten daraufhin nach Akala. Die Speerspitze ihres Vorstoßes bildeten Mifa und Sidon, die Varuta wieder unter ihre Kontrolle gebracht hatten. Ah, erst eine Titanenmission. Sie verwickelten den Feind in ein Gefecht, um sich einen Weg zur Festung zu bahnen. Erst eine Titanenmission, ja? Alles klar. Und los!
Yay! In Ordnung! Das, ja, ist egal. Funktioniert auch. War zwar nicht, was ich wollte. Ich hab halt schon wieder vergessen, wie die Steuerung geht, ne? Ah, das waren die normalen Schüsse. Begib dich zur Akala-Festung. Einfach hinlaufen, okay. Okay. Kürzere Weg, aber Gefahr. Okay, leichtere Weg, aber länger. Wir gehen natürlich den kurzen Weg. Oh ja, ich sehe es, aber da ist alles voll mit Gegnern. Aber ich habe keinen Bock auf langen Weg. Langen Weg könnt ihr behalten. Oh, ja, moin. Muss einfach ein paar Mal mein Schild einsetzen, dann ist alles cool. Sicher. Ah, das hat nicht funktioniert. Das war die falsche Tara, mein Gott. Aber ist egal, dann räumen wir halt so kurz auf. Wie gesagt, nicht ganz, was ich wollte, aber hey. Ich hab jetzt erst vergessen, dass man mit der Bewegungssteuerung ja steuern kann. Ich habe die ganze Zeit mit dem Steuerstick gesteuert, ich Dummkopf. Das war's komplett. Genau. Irgendwo hänge ich gerade. Können wir hier mal durchlaufen jetzt? Aua! Das Ding da unten muss weg, was immer es ist. Habe ich es jetzt erwischt? Ja, es sieht gut aus. Hörst du auf, irgendwelche Fässer zu werfen? Ich komme nicht hin. Was ist das denn? Jetzt. So, aber sind wir ja schon gleich am Ende angekommen von dem Weg. Ja, gut. So, mein A ist auch gleich wieder aufgeladen. Komm, let's go. Ich kann's nicht steuern vernünftig. Oh Gott. Das war nicht ganz so effizient, wie erhofft, aber ist okay. Moin. So, wir haben Akala erreicht. Easy. Sehr easy sogar. Schön. Sicher. Ja, wenn es natürlich so schön aufgeteilt ist, dann bietet sich das jetzt natürlich schon an, um den Part zu beenden, ne? Wir haben die Akala-Festung erreicht. Nächstes Mal werden wir sie wohl verteidigen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.